Karta. Karta ist der Handelnde. Karta ist jemand, der handelt. Karta wird manchmal auch geschrieben Kartri, ist auch der Handelnde. Karta kann auch der Wohltäter sein. Es gibt so viele Worte rund um den Grundsilbe Kri. Kri heißt Handeln. Und so gibt es Karma, das heißt Handeln. Karma kann auch eine besondere Handlung sein, eine heilige Handlung. Karma kann die Wirkung der Handlung sein und so weiter. Und dann gibt es eben auch solche, die handeln. Und für diejenigen, die handeln, gibt es verschiedene Ausdrücke. Wenn du diese Yoga-Vidya-Sanskrit-Lexikon-Vortragsreihe verfolgt hast, hast du dort ja schon einiges mitbekommen. Das ist jetzt ein weiteres Wort, was der Handelnde heißt. Also Karta oder auch Kartika, also Kartri, nicht Kartika, sondern Karti. Nein, nochmal, Kartri oder Karta, das heißt der Handelnde. Karta oder Kartri, der Handelnde, aber eben auch der Wohltäter. Ein Wohltäter ist auch ein Karta. Gut, also soweit für heute. Karta, ein Handelnder und ein Wohltäter. Und du weißt, dass eine der Ziele vom Yoga ist auch, dass du dich selbst nicht als Handelnder erlebst, sondern du weißt, du bist nur ein Instrument in den Händen Gottes. Um dein Ego zu überwinden, ist es hilfreich zu wissen, nicht ich handle, Gott handelt durch mich. Und auch dazu kann wieder diese verschiedene Ebenenbetrachtungsweise helfen. Du kannst sagen, auf der einen Ebene ist da der Körper mit der Psyche und auf dieser Ebene bemühe ich mich, das Richtige zu tun. Auf dieser Ebene bin ich engagiert. Aber ich weiß, auf einer höheren Ebene ist dieser Körper und diese Psyche Teil des Göttlichen. Ich bin verbunden mit allen und letztlich ist alles ein Spiel Gottes, Lila Gottes. Und Gott ist der wahre Karta, der wahre Kartri, der wahre Handelnde, der wahre Wohltäter hinter allem.